Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir doch unseren wunderschönen Boom da oben hinsetzen. Ich habe in der letzten Folge nur ein bisschen Scheiße gebaut. Das Ding blockiert einfach mal alles und ich kann das nicht dekonstruieren. Dafür brauchen wir jetzt erstmal eine Rampe. Ich habe mir gedacht, eventuell das Cyclops-U-Boot da so hinzuparken. Das wollte ich nicht in die Hand nehmen, nein. Und ja, dann können wir da hinten ja drauf latschen und dann kommen wir da auch dran. Also sollte eigentlich kein Problem sein mit den ganzen neuen Kameras, dass wir da auch anständig hinlenken. Oh, Essen ist fertig. Juhu. Und der sieht da richtig gut aus, der Baum, ne? Der macht da richtig was her. Gut, dann pflanzen wir hier auch nochmal einfach spaßeshalber ein. Mehr Essen ist nämlich immer gut. Denn wir brauchen sogar wieder was. Oh, Tasche ist natürlich voll. Hätte ich mir sparen können, das Bappen. So. Hängefrüchte. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wo war das eigentlich mit den Scheinwerfern? Ich wollte eh was testen. Na, wir haben ja keine Scheinwerfer, aber gut. Mausrad. Wo sind denn, wo ist denn unsere Türmchen? Da. Nur nicht rammen, das macht Schaden. Wow, das bewegt sich aber schnell aus der Position. Gut, raus. Was haben wir denn da vorne? Ein Kompass oder was? Cool. Cool, cool, cool. Komm, zu die Tür. Ah, der Baum. Ah, da muss noch eine Pflanze hin. Definitiv. Irgendwas anderes Schönes. Das wertet das Ganze doch noch extrem auf, oder? So, Blümtöpfchen, Blümtöpfchen. Werfen da schon mal Blümtöpfchen, dann vergesse ich es wenigstens nicht. Ich hoffe, die Tür stört da nicht allzu doll. Nö, perfekt eigentlich. Gut. Was wäre hier mit dem Blümchen? Ey, wie geil ist denn das? Ey, das ist mir noch gar nie eingefallen. Ich mutiere zu Frau. Nein. Was machst du? Hör auf. Hör auf. Ja, das ist doch mal eine, das ist mal ein U-Boot, ne? Hier eine Scheibe will ich auch haben. Nee, will ich nicht. So, runter geht's und mal schauen, ob es Platz gibt für fürs Abbauen. Ich muss natürlich irgendwie raufkommen. Na, besser hinten rum. Besser hinten der Roof. Oh, da müssen wir noch ein bisschen tiefer fahren, ne? Da fahren wir oben die Kamera. Warum habe ich die nicht benutzt? Die habe ich auch noch nie reingeguckt. Hm, hat sich nicht gelohnt. Gut. So. Kamera? Oh, die Hupe. Das ist die obere Kamera. Guck mal, da sieht man. C. Oh, man sieht das Wasser nicht. Das ist ein bisschen fail. Das ist ein bisschen doof, wenn man das Wasser nicht sieht. Aber das Gesäß der... Oh, es rammt das. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ist das hier miteinander verbunden hier? Seltsames Gerät. Ach, verdammt. Komm, hüpf drauf. Sei ein Mann. Sei ein Mann. Hier sieht es doch gut aus. Also ich hänge irgendwo fest auf jeden Fall. Ich konnte springen. Ich muss eigentlich nur noch einen Spritzer tiefer fahren, dann schaffe ich das auch. Ich schaff's nicht. Ich bin zu doof. Ich muss noch gespritzter tiefer. So, Käffchen muss wieder umgeparkt werden. In greifbarer Nähe. So, nur nicht zu tief. Gar nicht so einfach hier zu bauen. 1200 Energie hat die. Die hatte dort immer 600, ne? So, jetzt ein bisschen fixer. So, ist das aber wirklich unter Wasser, das Ding? Naja, hoffentlich können wir drauf laufen.
Das will er irgendwie so nicht ganz. Was? Er läuft ja nicht drauf. Jetzt bin ich doch wieder zu tief gefahren. Er schwimmt auf ihr. Ja, jetzt ein Multiplayer. Dass ich hier nach oben fahren darf, ne? Das wär's. Ach Mann, ey. Was für ein Heckmeck. Ich habe auch kein Glas gesammelt, habe ich jetzt verpeilt, habe vergessen tatsächlich. So, sagt die Kamera. Das ist schwer einzuschätzen, wenn man das Wasser nicht sieht. Hat eine Hupe gemacht. Das ist das Würgen der Aurora. So, jetzt aber. Jetzt müsste es aber passen. Dass wir da so halbwegs hochhüpfen können. Der Typ steht gleich mit der Motte drauf. Das geht wieder nicht. Das Spiel hat aufgepasst, was das betrifft. Ja, der Multiplayer, das wär's. Dann fällt mir nur noch eine Sache ein. Wo ist es? Boah, ist ja fast nebenan. Warum habe ich das denn nicht gleich drin benutzt? Hinschieben. Ich weiß nicht, ob wir uns bewegen. Was für ein Akt, ne? So. Das ist noch zu weit weg, liebes Ding. Huh. Einfach mal blind auf los schwimmen. Was soll's? Jetzt schwimmt irgendwie nur in der Richtung, ne? Scheiße. Schwierig heute. Schieben wir mal mit der Motte. Wir versuchen hier einfach alles, aber ich kriege das Ding da oben nicht mehr ab. Das ist das Blöde. Er kommt da nicht dran mit seinem Constructor hier, mit seinem Erbauer. So, da muss natürlich ein bisschen vorsichtiger gemacht werden. So. Auf dem Motor habe ich noch nie versucht zu laufen. Ich hoffe, ich habe unten keinen Schaden verursacht jetzt. Weil wir haben ja gehört, da hat was gerammt, aber ich glaube eher, das war der Livebot. Gas. Das scheint zu klappen. Ich habe das ihn so noch nie bewegt. Der schwimmt irgendwie eher nur nach da, ne? Der schwimmt nur in der Richtung. Dann habe ich noch eine Idee, wenn das nicht klappt. So. Ich habe schon im Augenwinkel gesehen gerade. Da kommen wir mit Sicherheit dann dran. Ist mir auch jetzt wieder eingefallen. Komisch. Man denkt erst an eine Sache und dann schafft man erst die nächste. Klettern, linke Maustaste. Wie kann ich das denn abbauen? Ich will ja nicht klettern, ich will es ja einsammeln. Weil da haben wir eine erhöhte Position. Und das Ding können wir aber eigentlich auch gut bewegen. Was? Warum sammelt er das denn nicht mehr ein? Also ich baue dafür nicht extra ein neues. Keines Fall. Auf keinen Fall, würde ich sagen. Das ist eine anstrengende Folge heute. So war das nicht geplant. So, ist aber schon da. Okay, schöner Schubser. Klettern. Wir müssen ja hier nichts bedienen. Wir können auch da dran. Oh oh. Auch das scheint nicht zu klappen. Ups. Das ist ja so richtig blöd, ne? Das ist richtig blöd. Ich komme da oben nicht mehr dran. Warum macht das Spiel denn sowas? Ne. Das ging... Oh. Das ging abzubauen. Jetzt geht. Boah, bleib drauf stehen. Also alle meine Ideen haben nicht funktioniert. Nur die, die an der man offenbar niemals kommen würde, die hat funktioniert. Äußerst seltsam. Nur weil ich was versucht habe, ey. Unglaublich.
So, geschafft. Wir haben es geschafft. So, dann ein normales Rohr. Puh, langes Rohr. Heidewitzka, was für ein Akt, ey. Für Essen und Trinken wir verbraucht haben, nur dafür. So. Welcome aboard, Captain. Welcome on board, Captain. Schawummel, wir haben zweimal Glas noch in der Tasche. Wir können jetzt natürlich die Leiter hochbauen. Hoher Gang. Und ich habe vergessen, einen Room zu bauen. Aber von der Position geht das ja wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Ich habe vergessen, einen Room zu bauen. Wie doof. Da, doofe Ecke, kommt ein Blümchen hin. Das wird hier nämlich wunderschön, sage ich euch. Es wird hier wunderschön. Wie kann man denn vergessen, einen Room zu bauen? So, am besten in der Richtung. Sonst haben wir ein Problem mit der... mit dem Übötchen. Room. So. Wunderbar. Aussehen tut das Ganze wie folgt. Das gucken wir uns aus der Ferne mal ein bisschen an. So ein abstehendes komisches Rohr. Und eine seltsam schwebende... ein schwebender Base. Also das sieht schon ein bisschen komisch aus, ne? Aber von innen drin wird es geil aussehen. Definitiv. Denn da wollen wir ein bisschen Pflanzen reinpacken. Was habe ich denn jetzt hier so in der Tasche noch an Titan? Das ist nicht wirklich viel. Aber wir gehen da jetzt einmal kurz hochli. Ach, nehmen wir das Ding aus. Das sieht ja furchtbar aus. Und was machen hier unsere Blümchen? Ich habe doch noch was anderes gepflanzt. Weißer Pilz. Ach ja, hier, guck. Das leuchtet hier drinnen nicht so derbe. Das geht ja zum Aquarium hoch. Seltsame Basis heute. Hier geht's rein. Und hier muss auch ein Blumentopf hin. Hä? Ach, jetzt verstehe ich warum. Wir hatten ja noch gar keinen Blumen. Habe ich genau falsch umgesetzt. Ziemlich schlau. So. Er bedeutet mir sehr viel. Nein, nein. Dann haben wir hier unser Ausguck. Da kommen jetzt die Scheiben rein. Boah, direkt auf die Aurora. Nur eine zum Testen jetzt erstmal. Das sieht nämlich cool aus, so über Wasser. Und da kommt dann überall Blumentöpfchen hin. Also auf den Screenshots sah es geil aus. Wie es denn jetzt gleich aussieht bei mir, das werden wir dann rausfinden. So. Alles nur testweise erstmal einmal. Boah, das geht echt blitzschnell Leitern runter, ne? Da hat er echt drauf. Was machen unsere anderen Blümchen? Wachsen und gedeihen. Membranbäumchen. Auch wieder am Start. Ja, ich nehme von beiden einen Samen. Dann mal zwei. So. Habe ich hier noch Platz gehabt? Ja, habe ich. Jetzt hier umsonst rennen. Die Bepflanzung der Basis ist ein sehr wichtiger Aspekt. Soll ja auch hübsch aussehen hier, ne? Habe ich hier noch Titan? Ja gut, das habe ich jetzt. Abgezählte Sämchen. Oh. Einer davon. Es geht ja nicht mehr rein um Essen und Trinken. Hier geht es ja dann jetzt nicht wirklich gerade. Es geht ja um tatsächlich um Dekoration. Das war ziemlich eine Kante, eine weiße Linie. Das Bauen lässt sich aber echt schön eingestalten. Obwohl mich tatsächlich hier so ein Aquarium doch derb interessieren würde. Ne? Direkt wenn man reinkommt in den Raum, direkt vor der Füße. Ich mach mal kurz noch... Es ist ja heute so ein bisschen experimentell in der experimentellen Version. Haben wir Glas? So. Das baue ich auch... Das ist irgendwie doof, dass dahinter jetzt eine Scheibe ist, ne?
Eine Scheibe hinter eine Scheibe. Oder wir bauen da ein Aquarium hin und da in der Mitte Blümchen. Jetzt habe ich die Idee. Sparen wir sogar Glasscheiben. Krass. Dahinter könnten wir eine grüne Wand machen. Ich mache mal erst eine grüne Wand. Boah, was ist ein Chaos bei mir? Ey, habe ich noch nicht gescannt? Doch. Kostet ein Titan? So. Kostet immer schon Titan, aber... Aber ich weiß auch nicht wirklich, warum Gras oder Farn oder was immer das ist, Titan kostet. So. War da jetzt nicht genug Zeugs? Doch. Fische brauchen tatsächlich einen schönen Hintergrund zum Leben. Also sie brauchen ihn nicht dringend, aber das wird doch empfohlen. Dazwischen kommt ein Bäumchen. Und noch ein Aquarium habe ich natürlich jetzt keinen Platz. Nehmen wir mal das hier. Wenn wir zwei nebeneinander bauen könnten, wäre natürlich auch schön. Den Rest müssen wir uns dann hübsch machen. Da kommen natürlich auf jeden Fall nur Glasscheiben rein. Aber ihr versteht wahrscheinlich schon, was ich meine. Später wird das hier doch da ganz schick aussehen. Mit einer schönen Aussicht auf die Aurora. Obwohl das ja kein schöner Anblick ist, ein abgestürztes Raumschiff da zu begutachten. Ne? So. Alles klar. Die Planung haben wir erledigt. Ich würde gerne heute nochmal so ein Dings bauen. So ein Chip weiterhin. Muss ich ja mal gucken, was der kostet. Wie teuer der ist in der Herstellung. Und zwar der Scannerroom Hut Chip. Der wäre mir interessant. Gold und ein Computerchip. Sollte eigentlich kein Problem sein. Silber habe ich natürlich nicht. Warum habe ich jetzt noch verweste Knollenprobe hier? Habe ich noch ein Titan? Ja, habe ich noch. Gut. Bisschen hektisch bin ich heute. Warum bin ich so hektisch? Weil ich muss gleich mein Auto wegbringen. Verdammt. Zwar, da bam. Kann man den anderen Blumentopf nehmen, damit wir ein bisschen Abwechslung haben, obwohl man, ich glaube, das merkt man gar nicht. Optisch. Also kaum. Und da wächst da mal ein anderer Baum drinne. Damit das hier mal so ein bisschen Abwechslung in der Basis gibt. Alles so steril, das wollen wir nicht. Hier sind immer noch zwei drinne, die scheinen sich nicht zu verbrauchen. Na, Dicker. Hier drinnen tobt das wahre Leben. Und Müll. Was haben wir denn eigentlich da so drin? Alle Taschentücher, Dosen, Tüten. Boah, wie es hier aussieht, ey. Super schön. Okay, ja, Innenpflanzen haben wir ja ein paar. Wunderbar. Ich könnte mal wieder was mampfen. Oh, ist viel. Nicht so viel über dem Hunger mampfen. Das mag er nicht so gern. Da hinten verwesen noch Pflanzen. Was scheint auch alle zu sein. Elle. Inaktiv. Das ist eigentlich ganz gut. Dann schmeißen wir die mal hier rein. Und da rein. Sind ja verwest genug. Die halten auch für ziemlich lange. Jetzt füllt sich das hier wieder. Voll cool. Und wir gewinnen keine Energie. Doch. Da kommt sie. Ah, Bioenergie halt. Dort ein bisschen länger. Die unreine, doofe Energie, die ist immer besser gewesen. Schon immer. Also schneller und stärker. So, was wollte ich machen? Was habe ich gerade gesagt? Den Chip. Ne, wir brauchen natürlich wieder ein doofes Silber. Ja, Gold brauchen wir auch. Habe ich gerade gelesen. Und wir haben natürlich kein Silber. Was ist denn hier eigentlich für ein Chaos drin? Mal wenigstens ein bisschen Ordnung machen. Quatsch. So, warum? Ein Silberchen, finde ich jetzt so. Rubbelikatz, keine Angst. Wo ist das Biümchen? Das ist ja direkt nebenan. Ein Steinchen aufkloppen, da ist sofort Silber drin. Ich weiß es. Ich habe ein Hack. Nein, Quatsch. Gottes Willen. Ein Silberhack. Man findet nur noch Silber. Der wird total effektiv sein, der Hack. Böse, mich lebende Pflanzen. Da muss man aufpassen. Das nehmen wir mal mit. Wir haben ja jetzt Platz und wollen ja nur ein Silberchen haben. Wow, Ruckel. Hier lohnt sich das auch mal reinzugucken in dem Feldchen. Schubkanone. Habe ich den schon? Ich glaube, ich habe die schon gescannt. Ja. Boah, ist das Funster. Taschenlampe habe ich ja am Start. Aber ohne ist viel cooler. Silber. Au, au, au. Was hat mich denn jetzt gebissen?
Ein Piranha oder was? Naja, immerhin haben wir ein Silber gefunden. Oh, mein Ohr. Knickt manchmal um, das ist nicht schön. 90? Boah, das Kreislauf-Gerät hat echt was gebracht, ne? Er ist halt viel entspannter am Tauchen. Oh, das wird so irre aussehen. Aus der Ferne sieht man die Fische da auch drin rumdümpeln. Und ich wollte jetzt eine Batterie. Da brauche ich natürlich nochmal wieder dieses blöde, doofe Tischkorallen-Zeugs. Habe ich noch einen Quarz zufälligerweise? Nee. Tischkoralle, Tischkoralle, Quarz, Tischkoralle, Quarz. Dann haben wir einen Computerchip Gold und dann haben wir schon unser Display für den Scannerraum. Oh, oh, oh. Dass er durchgeht. Und wir die alle vernatzen können. Ne. Hallo, guck mal. Oh! Warum macht denn der eigentlich gar keinen Sound? Der ist immer so schön geknallt, so laut. Das ist ja kein Peng-Bum-Fisch mehr, ist ja einfach nur ein Fisch. Ich verstehe dich schon. Keine Angst. So. Zweimal den Spaß. Sind auch schöne Unterwasserpflanzen. Nehmen wir jetzt sofort eine mit. Ja, ja, ja. Soweit lasse ich es nicht kommen. Keine Angst. Wupp. Oh. Hier ist eine Menge Quarz der Häme. Dich. Und dich. Mehr sehe ich hier nicht. Das Gras. Nicht so schön. Kann man Gott sei Dank auch nicht pflanzen, ne? Das wäre auch blöd. So. Kleine Rundfahrt wieder gemacht. Oh. Mehr Quarz ist immer gut. Wir brauchen ja noch eine Scheibe. Also mehrere Scheiben. Komm, wenn wir schon mal hier sind und was entdeckt haben, dann freuen wir uns doch über das ganze Quarz. Da ist doch gerade auch noch eins. Da. Sogar noch mehr. Ich wollte ja keine Quarz-Sammelfolge machen heute. Nein. Wir verschönern die Basis. Wir machen sie beautiful. Auch selten im grünen Biom Gras. Aber ist ja auch wahrscheinlich eine Biomgrenze hier. So, da geht's Richtung Base. Base. Hab gleich wieder Stress. Mein Auto reparieren. Dann muss ich nach Hause laufen. Ich muss ein bisschen Werkstatt bringen. Und dann nach Hause laufen. Aber ist mein Onkel in der Werkstatt, der bringt mich bestimmt auch nach Hause, wenn ich Glück habe. Gut, rein in der guten Stube, weg mit dem Moped hier. Das sollte automatisch aus der Hand gehen, finde ich, weil hier drin braucht er es ja wirklich nicht. Wir haben noch eine Pflanze, die würde ich da noch reinpacken. Craften uns jetzt Computerschiebe. Und Reste wie Glas. Viel werden wir nicht mehr, wenn wir vielleicht eine Scheibe hinkriegen. Ne? Also mehr Quatsch habe ich ja nicht gesammelt. Eine Scheibe. Oh komm, noch einer, noch einer, noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Ja, zwei Scheiben, immerhin. Ah, gesammelt, zerlegt. Und auf geht's. Erstmal bauen. Oh, einiges zu legen hier, also zum Hinlegen. War hier? Hallo? Hatte ich nicht. Ich hatte doch das Ding. Habe ich das weggebaut aus Versehen? Nee, ich hatte aber keine Computerchip extra oder sowas, ne? Wenn ich es weggebaut hätte, ich doch die Computerchips wieder bekommen. Habe ich das direkt hier? Ich will doch nicht... Ach, ich habe da nie auf, habe ich da nie aufgepasst. Ich muss mir die Folge nochmal angucken. Die lädt gerade erst hoch, weil ich mache heute für morgen schon mit. Aber es war da, ja. Vielleicht nebenan oder so. Naja, dann brauchen wir einen Computerchip. Um ein neues zu bauen. Aber ich wollte, was wollte ich überhaupt nochmal basteln jetzt? Ich habe gebaut, einen Computerchip für... Ja, das ist aber auch da, was ich bauen wollte. Also damit nichts zu tun, aber ich habe es tatsächlich weggebaut. Unglaublich. Timmy der Held. Quarz, Computerchip, Scanner Room Range Upgrade, Scanner Room Speed Upgrade, aber das wollte ich haben hier. Das Ganze equippt sich automatisch.
Wir scannen einfach mal, was wollten wir denn gerne haben? Quarz. Wir haben leider keine Cam mehr hier. Ich kann darauf klicken, wie ich will, mit der linken Maustaste. Cam ist irgendwie weg. Hüpp. Was Teile außer Hand. Ist ja nur im Umkreis am Scannen, nicht hier direkt. Unser Mischgarten hier. Oh, davon könnte man mehr reinsetzen. Das bringt mich wieder durcheinander. Und hier wollen wir natürlich noch ein paar Scheiblis reinsetzen. Hallo? Was hat er denn jetzt wieder für einen Schaden? Hab ich da was? Da kann ja nichts gebaut sein. Hä? Da will er nicht. Ich weiß nicht warum. Da will er. Meine ganze Planung geht dadurch durcheinander. Boah, 3-0. 2-0. Also da will er nicht. Hier ist ringsrum. Unten wird einmal ringsrum. Dann fehlen uns noch 3. Also 6x, 12x Titan. Quarz. Aber ich will jetzt nicht so. Keine Lust. Richtig, um den Anker auf dem Boden zu platzieren. Hallo Scannerraum. Ich dengel die ganze Zeit mit dem Arsch davor. So, äußerst skurril hier, wie es alles aussieht. Aber es ist schon eine mächtige Basis geworden. Und sehr witzig irgendwie. Ich lach mich tot. Und wir haben wenig Hüllenstärke. Boah, mit Kika, die vermehren sich aber auch wie die Hasen, ne? Gut. Hier wächst fleißig. Man sieht zwar nicht. Hä? Hä? Also, was ist denn heute los hier? Für mich verarschen oder was? Jetzt ist es schon wieder weg. Ich habe doch gerade noch raufgeguckt aus dem Room. Da drauf. Hat das vielleicht mit dem Glas hier zu tun? Nee, im Leben, ne? Weil da geht's. Da ging's. Hier geht's irgendwie nicht. Die Luft ist gleich eng. Also hier ist rot. Hier geht's überhaupt nicht. Achso, jetzt wäre ein Fenster drin. Okay, dann müssen wir rausmachen. Okay, ich brauche Luft. Heute ist aber wieder der Wurm drin, ne? Meine ganze Arbeit. Sehe ich den davon drin? Nö, auch nicht. Das ist wirklich komplett verschwunden. Von Geisterhand. Der Blumenkasten. Das ist schon der zweite, der einfach verschwindet. Jetzt haben wir was gelernt, ne? Scheißen wir mal auf die Blumenkästen. So, aus dem Ei, was ich wieder reingeworfen habe, das kleine Mini-Ei. Muss doch jetzt irgendwas geschlüpft sein, was nur einmal gibt. Oder das war ein Kika-Ei, ich weiß es nicht. Das war wahrscheinlich ein Kika-Ei, ne? Kann das sein? Und Kika sind ja hier drin, ne? Davon schwimmen jetzt auch mehrere hier drin rum, ne? Ja. Oh, das habe ich jetzt alles gefangen. Du darfst hier drin bleiben. Habe ich denn 3 Wirbelfische noch hier? Einer, zwei. Boah, ja klar. Komm. Mann, Test, komm. Der ist ja so klein im Winter. Ob wir so einen fetten Bone Shark im Aquarium oben werfen können. Das wäre natürlich funny. So. Aktiv. Na, ah, guck hier, wächst und gedeiht alles. Er hat einen grünen Daumen, der Junge. Der hat einen grünen Daumen. Naja, aber dann ist das Spiel schlau genug. Da können wir keinen Fisch drinne quälen. Und hier liegt auch schon was drin. Ist das nicht schön? Ist das nicht wunderschön? Aquarium benutzen. Ja, habe ich doch schon gemacht gerade. Okay, wir brauchen noch sehr viel Glas, ne? Aber schön aussehen tut es auf jeden Fall. Der ist zu 67%, 76% meine ich natürlich gewachsen. 62%. Sehr wichtige Information. Scanner hat, sollte uns jetzt eigentlich Sachen anzeigen draußen, außerhalb der Basis. Und wie viel hat er schon vergurkt? Kein. Also die halten sehr lange, die verfaulenden Dinger. So. Er zeigt mir wahrscheinlich nichts an, weil hier kein Quarz liegt, ne, im Umkreis des Scanner Rooms.
Wo ist... Eine Nachricht? Aber wir befinden uns doch schon am Tag 1 Milliarde. Was soll denn da jetzt noch für eine Nachricht kommen? Tag 48, ja. Also wir sind noch weit rüber. Da war es wieder. Das Signal der... Noch ein. Hier spricht weiter auf Zekin. Viel Glück. Also die gehen alle zur Insel. Aber das ist ja schon urlange her wahrscheinlich. Warum kriege ich die Nachricht denn jetzt erst? Weil da sind ja schon, ist ja schon eine Basis drauf. Viel Glück und Ende der Durchsage. Also lesen wir die nochmal durch mit euch zusammen. Also dies ist eine automatische Nutzung von Aurora Flugkapsel. Ah, automatisch ist das. Deswegen wird das wahrscheinlich nichts sein. Koordinaten beigefügt. Ja, wo? Wo du? Tag 58 sind wir. Hier spricht zweiter Offizier Keen. Die Sendung geht an alle Überlebenden der Besatzung der Aurora. Captain Hollister ist tot. Ich habe das Kommando übernommen. Ja, wer bist denn du? Keen. Offizier Keen. Okay. Der Computer hat trockenes Land etwa 750 Meter südlich der Abschlussstelle festgestellt. Ihre Befehle sind zusammenzubleiben, ihre unmittelbare Sicherheit sicherzustellen und sich dann an den beigefügten Treffpunktkoordinaten neu zu formieren. Viel Glück und Ende der Durchsage. Aber das ist doch keine... Ich habe doch gar keine Koordinaten bekommen. Du gemeiner Computer, du. Hey, warum ist das schon wieder im Arsch? Was ist denn hier los? Es ist alles verhext. Schweißgerät will ich auf 3. Ups. Und zwar habe ich es jetzt auf 3. Boah, was ein Sound. Richtig cool. Du bist ein komisches Kommunikationsgerät. Machst mich ganz verrückt. Flugkapsel 17. Keine Ahnung, wo die Flugkapsel 17 ist. Oh, Sonnenfinsternis. Die Insel im Nebel da hinten. Und da ist unser wunderschöner neuer Room. Oh, dahinter will auch noch einer dran. Das wollte ich aber so nicht. Oh, wie komme ich da dran? Weg ist er. Ja, jetzt bin ich neugierig, aber das ist... Da ist doch niemals was los ist auf der Insel. Man glaubt, das hat wahrscheinlich was mit der Story später zu tun. Ich weiß ja, dass wir zur Insel müssen. Da finden wir ein PDA. Da steht drin, dass die eine Unterwasserseebasis bauen wollten. Die haben wir ja auch schon mal entdeckt. Und da werden wir dann weitere Informationen wahrscheinlich finden, wenn wir diese Unterwasserbasis gefunden haben, wo wir dann hin müssen. Mit als nächstes. Das wird uns dann immer in der Story weitertreiben. Aber dieser LivePod 17. Ich habe keinen blassen Schimmer. Bei einigen war der Richtung Aurora. Und ich werde einmal da lang fahren. Jetzt mal ganz grob absuchen. Weg der Pupfisch. Wir müssen aufpassen. Wir haben nur 16% Energie. Noch kein Solarmodul obendrauf. Weil die Livepods sind sehr schwer zu finden einfach. Weil sie ja so klein sind. Ich weiß ja nicht mehr, welche ich wo hatte. Wackel, wackel, zappel. So. Vielleicht gibt es da was Neues, was ich noch nicht kenne. Aber sieht nach nichts aus. Das Signal von LivePod 17, Hammer eigentlich, ne? Aber ich bin mir schon sicher, dass wir... Das ist ja ein automatisches Notsignal gewesen, dass das außersehen... Da ist bestimmt ein Fisch vorgeschwommen oder so mit dem Kopf. Hat das damit dann ausgelöst. Also es wird nichts sein. Habt ihr mir ja schon mal geschrieben, ihr habt das ja schon mal gefunden. Und... Da war einfach gar nichts. Einfach ein leerer LivePod, wie wir die von den anderen auch kennen. Boah, ist das am Ruckeln gerade. Das ist aber mega am Ruckeln momentan. So, wir sind bei der Aurora.
Alles voller Schrott. Liveboard 17. Könnte hinter der Aurora liegen, vor der Aurora. Also man weiß es nicht wirklich. Da steht Koordinaten mit beigefügt. Lüge hoch 3. Ich habe keine Koordinaten bekommen. Alle lügen so uns hier an. Warum wurden wir abgeschossen? Das ist hier die große Frage. Das weiß eigentlich noch kein Mensch. Ich wette die Entwickler selber noch nicht. Ich werde kein Liveboard 17 einfach so finden. Da muss das in der Story ein bisschen weiterkommen. Die muss ja auch ein Notsignal haben. Heißt also, dass man vielleicht ein Notsignal finden kann. Eine Blackbox oder irgendwas. Aber ich glaube nicht, dass wir die jetzt auf Anhieb finden. Einfach so. Es wird auch nichts angezeigt auf Karte, nicht, oder wir haben ja keine Karte auf dem Radar oder irgendwas. Ich würde aber wenigstens einen Liveboard finden. Nur aus effektmäßigen Gründen. Aber Wracks finden wir ja genug. Taucher alleine klappt ja nicht, die geht ja einfach durch Wände durch. Wenn man weiß man aber die Richtung, wo man laufen muss. Schwimmen meine ich natürlich. Tauchen. Und wir hätten mal wieder das Kika-Experiment starten sollen. Jetzt weiß ich ja wieder, wie man die Kikas equippt. Wenn man sich anhört, Kika equippen. Ich equippe Fisch. Mini-Wrack. Und sehr viel Metallschrotten. Hm, lecker, lecker, lecker. Ja, wenn der Liveboard 17 so ein Alarmsignal ausstoßen kann, warum können denn die ganzen anderen Liveboards nicht? Sind die alle so im Arsch? Vielleicht treibt Liveboard 17 ja auch irgendwann mal oben drüber noch, wie unser. Das hätten wir einen zweiten Liveboard vielleicht mit einer Überraschung an Bord. Ich weiß es nicht. Das könnte ganz spannend werden. Ach, die könnten so viel krasse Sachen mit einbauen als Story, aber wir sind ja noch in Early Access ganz früh drin. Heißt also, dass da ja noch eine Menge Überarbeitung nötig ist. Die Map muss ja erstmal wahrscheinlich komplett sein, sonst wird eine Story nicht viel bringen. Wir fahren zurück. Aber eine Menge Liveboards gefunden. Aber die wurden ja noch im Weltall ausgeschossen. Haben wir ja gesehen am Anfang der Startanimation. Und ja, die können ja hier überall verteilt sein. Überall. Haben schon viele gefunden. So, machen wir ein bisschen Power mal in der Motte rein. Welcome aboard. So. Die snackt sie ganz schön weit weg, der Bob 1, 2. Und an der Stelle sage ich trotzdem mal, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Folge, Subnautica. Vielleicht kommt ja wieder ein schönerer Patch, wo wir was Neues entdecken können. Bis dann.